erster Teil wurde es für den Regierungsautomaten. Aber dieses Mal hast du das? Renngetriebe. Dieses tolle Ergebnis einfahren konnte. Hier sehen wir die ersten Szenen innerhalb von 30 Minuten. So, genau. Das kann schon sein. Und tolles Rennen. Und in der Boxengasse natürlich auch eine richtige. Ja, hast du so viel gerade auf einmal? Ich denke mal. Was ein Trick gewählt, das Handgetriebe. Ja. Das ist, glaube ich, ein Straight Cut. Komm zum Lexus. Ja. Ja. Wieso tun die denn schon bei Slashfahrt so? Kann doch Reifen sein. Nein, das ist Straight Cut Getriebe. Ich kenne das. Das ist Getriebe wie beim Rückwärtsgang. Das Getriebe ist nicht, das ist so verzahnt, dass du es direkt reinhauen kannst. Straight Cut heißt das. Ohne Biara Schiffen. Oh, ganz schwarz ist auch nice. Guck mal, ganz im Carbon. Wow. Das sieht ja mal lecker aus. Das ist für die Hydraulik. Was denn? Bei GT7 habe ich auch gesehen, dass irgendwie sowas wie ein Auspuff rausguckt, aber seitlich. Aber war kein Auspuff. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Hydraulik? Ja, ja. War mir doch auch aus dem Motorschutz. Aber das war nie so hässlich. Na so, ja. Guck mal, die Preise. Ja, ja. Liter 6 Euro, ey. Auch für das gesamte Geschehen der Nürburgring-Langstrecken. Zurück an die Strecke pilgern, wenn ich sehe, wie viele junge Familien mit Kindern hier sind. Oh nein, der eine Erb ist losgefahren. Oh. Aber war jetzt nicht so laut. Vorsicht, Vorsicht! Oh, der komplett Carbon ist auch wunderschön, ey. Hammer. Einfach so eine rote Linie, weißt du? So geil. Nach dem Motto, ich bin frisch aus der Fabrik, aus dem Windkanal und wollte hier mal Rennen fahren. Du machst hier Video, ne? Ja, ja. Rechts vor links? Links vor rechts. Also an den Zaun. Oh ja, hier sind überall noch Leute rum. Vielleicht das Rennen, hallo? Oh, da ist der KTM.
Ja, Porsche war auch gut, aber warum nehme ich gleich alle? Nur so ein bisschen, ja. So wie Power, so auf dem Auspuff, ist keine gute Idee.